Ponys mit den Wismann-Geschwistern Zoe und Leonie. Und das ist bereits der Start zum Ponyrennenpreis der Intul AG. Das sind die beiden Wismann-Schwestern Angelina Golalina hinten, vorne Count on Me. Leonie Wismann mit Count on Me in Führung, Zoe Wismann mit Angelina Golalina noch mit gebührendem Abstand, aber das wird sich ändern. So geht es in den ersten Bogen. 1600 Meter zu absolvieren und vorne versucht sie jetzt Count on Me mit der Flucht, aber wohlwissend, dass Angelina Golalina einen so guten, so starken Endspurt hat, dass auch dieser Vorsprung in der Zielgerade dann schnell vorbei sein, schnell aufgeholt sein wird. Und das ist jetzt schon der Fall. Angelina Golalina geht jetzt doppelt so schnell, würde ich sagen, und geht innen durch vorbei. Angelina Golalina jetzt in Front, full count on me. Und es wird schwierig werden, dass Count on Me da diesen Anschluss, den Anschluss nochmal findet. In den letzten Bogen. Sie versucht hier alles, so wie es man, dass Angelina Golalina nicht ganz so schnell geht. Aber das ist halt ein richtiges Rennpony. Und wenn die mal die Bahn gesehen hat, dann gibt es nur noch eins. Wie früher Anita Weidemann gesagt hat, gering ab aus Eckle. Jetzt ist sie bereits beim Wegübergang. Noch gute 300 Meter. Das gibt den nächsten überlegenen Sieg für Angelina Golalina. Und schauen Sie mal, wie schnell die galoppieren kann. Jetzt noch die letzten 100 Meter und ich bitte um einen Applaus für Angelina Golalina und Zoe Wismann. Locker flockig. Und wenn man eben sieht, wie schnell eigentlich auch Count on Me ist, dann wertet das die Leistung von Angelina Golalina einfach auf. Count on Me mit Leonie Wismann. Das ist das erste von insgesamt drei Pony-Rennen, die wir haben. Das nächste dann um 12 Uhr, Hedy Schlatter Sommerpreis. Das sind die Pony-Traber, Kategorie A und B. Und dann um 14.30 Uhr nochmal ein Pony-Flachrennen. Ponys der Kategorie A, B und C bis 140 cm Stockmaß. Das um 14.30 Uhr dann nochmal ein Galopp-Pony-Rennen.